Hallo ihr, mein Name ist Barbara Pock, ich studiere integrative Gesundheitsförderung in Coburg im vierten Semester. Aufgrund der in Bayern auferlegten Ausgangsbeschränkungen bekommen viele Menschen nicht genug Bewegung. Daher möchte ich heute ein Training für Schulkinder anbieten. Ich habe mich für ein funktionelles Training entschieden, weil dieses sehr viele Muskelgruppen auf einmal und durch die komplexen Bewegungsvorgänge auch das Gehirn trainiert. Motiviert gerne auch eure restlichen Familienmitglieder mitzumachen. Es geht hier nicht um sportliche Leistung, sondern um den Spaß an der Sache. Wenn ihr wollt und zu mehreren seid, könnt ihr eine Challenge daraus machen. Notiert dafür all eure Namen auf einem Zettel und macht bei jedem einen Strich, der die Übung am längsten durchhalten konnte. Wenn ihr es alleine macht, ist auch kein Problem. Ich mache ja mit. Wir machen heute 4 Übungen, für die ihr keine weiteren Utensilien braucht. Zieht euch was Gemütliches an und dann können wir starten. Als erstes stehen wir auf und lockern unsere Muskeln und Bänder, Gelenke, indem wir uns schütteln. Dann beginnen wir mit der ersten Übung, dem Strecksprung. Stellt euch dafür hüftbreit hin. Hockt euch dann, bis die Hände den Boden berühren und dann mit aller Kraft nach oben springen und die Hände nach oben strecken, als wenn da oben etwas wäre, was ihr greifen wollt. Ich zeige euch einmal, wie es geht. Genau so. Das machen wir jetzt 10 Mal. Ich zähle. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Sehr gut. Dann langsam wieder aufstehen und schütteln. Ihr dürft auch gerne einfach im Kreis laufen. Nutzt euren ganzen Raum, auch bei der nächsten Übung. Die nächste Übung ist der Hasensprung. Dafür wieder hüftbreit hinstellen und hinhocken. Dann die Handflächen etwas weiter vor euren Oberkörper auf den Boden. So, dass ihr euch gut darauf stützen könnt. Der Hasensprung trainiert vor allem Bein- und Armmuskulatur, aber auch den Rücken. Stellt euch vor, ihr seid ein Hase und wollt hoppeln. Daher verlegt euer Gewicht auf eure Hände und dann macht einen Hopser. Genau so. Das machen wir jetzt 10 Mal. Ihr dürft auch gerne mitzählen. Und nutzt euren Raum, den ihr habt. 1, 2, 3. Wir können auch rückwärts hoppeln. 4, 5, 6, 7, 8, 9 und sehr gut. Dann stehen wir wieder langsam auf und schütteln uns. Die nächste Übung ist Koordination und Gleichgewicht. Die Vierfüßler Standwaage. Dafür geht auf alle Viere, die Beine hüftbreit auseinander, die Arme schulterbreit und mit den Handflächen nach unten. Direkt unter euren Oberkörper. Dann hebt das linke Arm und den rechten Bein und tut so, als wenn ihr es ganz weit von euch wegziehen wollt. Wichtig hierbei ist, dass der Rücken kein Hohlkreuz macht und auch kein Buckel, sondern einfach schön gerade. Wenn ihr Probleme mit dem Gleichgewicht habt, fixiert einen Punkt am Boden. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut. Jetzt die andere Seite. Rechter Arm und linkes Bein. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 und 1. Sehr gut gemacht. Kommt zurück zur Mitte und steht langsam wieder auf. Dann wieder schütteln. Kommen wir zu unserer letzten Übung, den Hampelmann. Wahrscheinlich kennt ihr den alle. Der Hampelmann ist für Ausdauer und Koordination. Stellt euch dafür die Beine schön eng beieinander und die Arme am Körper. Dann hüpfen wir. Derweil öffnen sich die Beine, die Arme gehen nach oben und die Hände zusammen. Ich mache es euch mal vor.
Genauso. Schaffen wir das 10-mal. Und los. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Und noch einer. Super. Schüttelt euch nochmal. Damit kommen wir zum Ende von meinem kleinen Training. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ihr könnt dieses Video jeden Tag wieder abspielen, wenn ihr Lust habt. Bleibt gesund und vor allem bleibt zu Hause. Vielen Dank.